Hörspiele Deutschland wünscht dir jetzt viel Spaß beim Hörspiel. Über ein Abo und ein Like würde ich mich freuen. Vor Gespenstern. Ich habe keine Angst vor Gespenstern. Nur noch ein kleines Stückchen weiter. Wir haben ihn gleich. Also weißt du, für eine einfache geisterhafte Erscheinung der dritten Sorte hat er eine ganze Menge Dampf drauf. Ich werde es schaffen, ich werde es schaffen. Nein, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht. Er ist da hinten. Jetzt sitzt er aber in der Falle, also schnappen wir ihn uns. Also, Jungs, verhaltet euch so ruhig wie möglich. Was hast du gesagt, Egan? Entschuldigung. Oh oh, hier riecht's ja noch schlimmer als in Peters Schrank. Wo sind wir hier eigentlich? Sieht aus wie ein chemisches Forschungszentrum. Da hinten ist er! Ja! Bitte, wenn du das komisch findest, hier hast du was zum Lachen. Peter! Nein, warte! Es ist zu spät! Könnte es sein, dass dir eben ein klitzeklitzekleiner Fehler unterlaufen ist, Peter? Sowas kann doch jedem mal passieren, oder? Aufgeblasener Kaugummigeist! Hä? Den nehmen wir uns doch als Andenken mit nach Hause. Los! Falle auf! Egan, du hast doch gesagt, dass es ein Geist der dritten Sorte wäre. Das stimmt. Warum? Seltsam. Unsere Geisterfalle hier zeigt mir einen Geist der zweiten Sorte an. Das PKE-Gerät bestätigt das. Aber wie soll ein Geist der dritten Sorte plötzlich zu einem Geist der zweiten Sorte werden? Er hat bei der Verfolgungsjagd abgenommen. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Ich kann mir nicht helfen, aber die sehen nicht so aus, als ob sie uns gratulieren wollen. Sind Sie wahnsinnig? Ich würde sagen, das bestätigt meine Annahme. Sie haben soeben Chemikalien im Werte von Tausenden von Dollar in die Luft gejagt. Uns wurde gesagt, dass wir dieses Monster einfangen sollen, egal mit welchen Mitteln. Ja, und welcher Idiot hat Ihnen dieses Märchen erzählt? Harcourt Alabaster der Dritte. Dieser Name kommt Ihnen sicher bekannt vor. Ihm gehört diese Fabrik. Unser Boss? Gute Arbeit, Männer. Wir wollen Ihnen nicht länger im Weg stehen. Sowas scheint dir großen Spaß zu machen. Das sind so die kleinen Freuden am Rande des Alltags. Wirklich, Peter. Ich dachte, über solche kindischen Sachen bist du inzwischen hinausgewachsen. Außerdem wäre ich diesmal an der Reihe gewesen. Das nächste Mal bist du wieder dran. Jetzt lasst uns nach Hause gehen und versuchen, dieses Zeug abzuwaschen. Uah, endlich weiß ich, wie sich Slimer fühlen muss. Also
Wisst ihr, so schlimm kann es doch gar nicht sein. Ihr habt doch gerade ausführlich geduscht. Ihr solltet euch erfrischt fühlen, richtig sauber. Janine, du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie schwer es war, das Zeug wieder abzukriegen. Ich habe mindestens 3 Hautschichten dabei verloren. Ich mindestens 4. Mir tut jeder Quadratmillimeter meiner Haut weh. Unsere Atmosphäre besteht aus unzähligen Milliarden von winzigen Molekülen. Und in meiner momentanen Verfassung kann ich jedes einzelne davon spüren. Ich möchte nie wieder in meinem Leben von jemandem berührt werden. Ah, hi! Brrr. Ich warne dich, wenn du das wagst, werde ich dich blau schlagen. Grün bist du ja schon. Ich fühle mich schrecklich. Ich glaube, ich weiß wieso. Es sieht so aus, als hätten wir hier ein Problem. Mitgebracht. Na, wie ist es? Ja, nicht hungrig. Du bist nicht hungrig? Ausgerechnet du? Ich nehme an, dass Peter dich mal wieder eingeschüchtert hat. Was ist? Habe ich recht? Ja, ja, ja. Okay, Jungs, Mittagessen. Hallo. Könntest du nicht zur Abwechslung mal auf einer anderen Frequenz schreien, Janine? Na, was hältst du von unserem neuen Aufzug? Damit könnten wir uns doch auf jedem Pariser Laufsteg sehen lassen, oder? Was ist denn passiert? Ich dachte, ihr hättet euch das ganze Zeug runtergewaschen. Das dachten wir auch, aber dann wuchs das hier nach. Obwohl es etwas von der Originalkonsistenz abweicht. Ja, es ist sogar noch ekliger. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie erinnert mich das an die Hautprobleme, die ich während meiner Pubertät hatte. Ich habe die Fabrik angerufen, um festzustellen, was wir abgekriegt haben. Aber nach der Explosion wurde alles vermischt und jetzt sind sie sich nicht mehr sicher, was es gewesen sein könnte. Ich will ja keine Panik machen, aber ich glaube, wir sollten doch lieber ärztlichen Rat zu Hilfe ziehen. Ja, ja. Sie brauchen sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Bitte mal husten. Hust, Hust. Und Sie sind sich sicher, dass es nichts Ernstes ist? Das ist es ganz bestimmt nicht, Dr. Spengler. Wenn ich diese Vermutung hätte, würde ich mich Ihnen gegenüber sicherlich etwas vorsichtiger verhalten. Meinen Sie nicht auch? Ich glaube, wir sind in Schwierigkeiten. Nur gut, dass wir krankenversichert sind. Peter! Peter, sag mir, dass das nicht wahr ist. Du hast doch wohl nicht etwa vergessen, die Prämie zu bezahlen. Doch, weißt du, Ray, solche Kleinigkeiten kann man schon mal vergessen. Hm? Jetzt könnte ich dir... Tut mir leid, Slimer, aber der Doktor hat gesagt, dass du draußen warten musst. Du bist nicht keimfrei. Wir können ihn ja auskochen. Mach dir nichts draus, Slimer. Peter findet so etwas wohl sehr komisch, also ignoriere es einfach. Na, wie geht's dir denn, Egan? Ich komme mir vor wie ein Monster. Endlich weiß auch ich, wie Slimer sich fühlt. Ich wünschte, ich hätte ein paar meiner Instrumente hier. Es verstößt zwar gegen die Krankenhausregeln, aber ich habe euch von zu Hause ein paar Sachen mitgebracht. Janine, ich wusste, dass auf dich Verlass ist. Hast du mein Spektrometer mitgebracht, das Ektodiffusionsgerät und das Plasmomessgerät? Viel besser. Hühnersuppe mit Champignons. Dein Lieblingsgericht. Danke, Janine. Du, du bist wunderbar. Psst. Ich
habe dir alles mitgebracht, Winston. Melville, Dickens und Ellen Parson. Genau wie du es dir gewünscht hast. Ich danke dir, Janine. Hast du mir denn auch was mitgebracht? Allerdings, Dr. Venkman. Für dich habe ich ein besonderes Geschenk. Du kannst dich glücklich schätzen, dass ich keine Gewalt anwende nach der Bemerkung von vorhin. Küss mich, mein Liebling. Ray, was ist denn? Ist was passiert? Ich werde es euch zeigen, aber ich warne euch, es ist ein schrecklicher Anblick. Oh Gott, nein. Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, die Situation hat sich verschlechtert. Und es ist alles noch unerklärlicher geworden. Ja, sehr interessant. Wirklich äußerst interessant. Ja, aber können Sie uns nun endlich sagen, was es ist? Oh, ja, natürlich. Selbstverständlich weiß ich, was es ist. Es ist ein Auge, das kann doch jeder sehen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe das Gefühl, dass die Ärzte in diesem Krankenhaus mit ihrem Latein am Ende sind. Da hast du allerdings recht. Aber hier ist sicher auch kein Augenarzt. Entschuldigung. Was ist, Doktor? Können Sie sie heilen? Sicherlich, natürlich, aber es wird etwas dauern. Vielleicht 5 oder 6 Jahre. Jahre? Oh ja, mindestens. Sie dürfen nicht vergessen, wie schwierig und zeitaufwendig es ist, die verschiedenen Spezialisten zu Rate zu ziehen. Halten Sie ihnen bitte dieses Ding vom Leibe. Es ist bestimmt nicht keimfrei. Außerdem ist es eklig. In der Zwischenzeit werden wir noch mehr Tests durchführen. Mehr Tests und noch mehr Tests. Bis wir alles getestet haben. Bitte füllen Sie das hier. Sie halten sich wohl für sehr komisch. Also noch ein paar Injektionen und dann sind wir fertig. Doktor, Sie haben uns in den letzten 5 Minuten mindestens 10 Spritzen gegeben. Ich bin hier der Doktor und es wird gemacht, was ich verlange. Und daran werden Sie wohl kaum etwas ändern können, oder? Da vorne ist der Winston, den schnappen wir uns. Hey, sadistischer Mann im weißen Kittel gesichtet. Er bitte sofortigen Angriff. Lass mich durch, Jungs, der Mann gehört mir. Oh! Au, nein! Hey, Moment, vorsichtig! Lassen Sie das! Oh, Ray, ist alles in Ordnung? Ich glaube schon, Janine. Er hat ja nur versucht, meinen Rollstuhl zu reparieren. Miss Melnitz, hatte ich Sie nicht darum gebeten, dieses Ding von meinem Patienten fernzuhalten? Ein Moment mal! Wie ist denn das möglich? Miss Melnitz, ich möchte doch sehr stark hoffen, dass Sie mir das nächste Mal besser zuhören werden. Also wisst ihr, Jungs, es ist wirklich abstoßend. Nicht einmal die Ärzte trauen sich an uns ran. Entschuldigen Sie, aber sollten Sie nicht lieber in Ihrem Zimmer bleiben, wo Sie niemand sehen kann? Tut mir leid, aber wir brauchen diese kleinen Ausfahrten. Buh! Ha! Komisch. Die Krankenschwestern hier sind ganz schön schreckhaft. Meldungen über den Zustand der Geisterjäger werden von Seiten des Krankenhauses streng geheim gehalten. Inoffiziell wurde bekannt, dass die seltsame Krankheit der 4 wahrscheinlich unheilbar ist. Ach, warum hast du ausgemacht? Ich wollte doch noch den Sportbericht hören. Nun, es könnte schlimmer sein. Wie denn? Wenn wir an Heuschnupfen leiden würden. Ich gebe trotzdem nicht auf. Es muss doch irgendeine Lösung geben. Konnten die Leute von dem Chemiekonzern denn überhaupt nichts sagen? Nur, dass es sich wahrscheinlich um eine experimentelle Chemikalie handelt. Eine Substanz, die Energie aufsaugt.
Und als der Geist damit in Berührung kam, absorbierte er die Chemikalie mit seiner ektoplasmischen Energie. Und unsere Protonenstrahler gaben dann der Masse noch den letzten Schliff. Also könnten wir es theoretisch einfangen, wenn wir das Zeug bloß von unseren Körpern kriegen würden. Das dürfte die größte Schwierigkeit sein. Ja, die Situation ist aussichtslos. Hey, was ist denn? Was soll denn das aufhören? Seltsam. Irgendetwas scheint das Interesse dieser Substanz erregt zu haben. Ich würde sagen, es ist geradezu unheimlich. Hey, das Zeug kriegt mir am Hals hoch! Helft mir! Wenn es uns den Mund zudeckt, sind wir erledigt! Ich hol schnell den Arm! Nein, warte, sieh doch! Die Masse scheint auf Slimer fixiert zu sein. Genauso wie vorhin. Da hat sich ein Stück gelöst und versucht, Slimer zu verfolgen. Ich werde ihn euch vom Hals schaffen, keine Sorge. Dr. Gould hatte recht, er hat hier wirklich nichts zu suchen. Nein, Janine, mach Slimer die Tür auf. Was? Peter hat recht, das hoffe ich. Und wenn er Unrecht hat, dann ist es mittlerweile auch egal. Nun mach schon, Janine. Okay, schnell und haltet euch bloß gut fest. Los, Janine. Nun los, Slimer, geh zu ihnen, beeil dich! Okay. Nein, Slimer, bleib da! Bitte! Na endlich, es macht sich selbstständig, es versucht Slimer zu verfolgen! Haltet euch fest! Es scheint die Ektoenergie zu brauchen, um am Leben zu bleiben. Es ist wohl höchste Zeit. Aber was will das Ding von Slimer? Was wird es mit ihm machen, wenn es ihn gefangen hat? Was glaubst du? Es wird ihn natürlich auffressen. Hau ab, Slimer! Schnell! Ich bin mir sicher, dass ich mit meiner Behandlung große Erfolge erzielen werde. Ein Glück nur, dass endlich dieser schreckliche Geist verschwunden ist. Unser Krankenhaus war früher so ein angenehmer Platz zum Arbeiten, bis zu dem Augenblick, als diese vier Geisterjäger hier auftauchten. Was macht ihr denn da? Ihr seid doch viel zu schwach, um aufzustehen. Wir müssen diesem Ding hinterher. Genau. Bevor es irgendwelche Patienten angreift. Außerdem wird das Slimer fressen, wenn wir es nicht aufhalten. Also wisst ihr, dann sollten wir uns vielleicht doch etwas mehr Zeit lassen. Wisst ihr eigentlich auch genau, was ihr da tut? So ungefähr. Protonenstrahler? Schon klar! Dann lasst uns das Chemiemonster einfangen! Slimer! Keine Angst! Du kannst deine kleinen Glubschaugen zumachen und uns vertrauen! Also Leute, fertig? Zielen und los! Also, was sollen wir nun machen, Egan? Da er kein Geist ist, können wir ihn ja schließlich nicht einfangen. Unsere Protonenstrahler scheinen ihm nicht viel auszumachen, also gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen alle auf einmal angreifen. Ich kann nur hoffen, dass es auch funktioniert. Feuer! Ich habe das Gefühl, es wird noch größer. Egal, mach weiter! Ja,
Irgendjemand sollte dem Ding sagen, dass man in Krankenhäusern nicht rauchen darf. Vorsichtig! Ach, geht in Deckung! Jetzt haben wir aber lange genug gewartet. Komm mit, Slimer! Ach, mir reicht's. Nun, meine Herren, jetzt haben wir Sie eine Woche beobachtet und es ist kein Rückfall zu bemerken. Es freut mich, Sie als geheilt entlassen zu können. Natürlich wäre da noch eine Kleinigkeit zu regeln. Die Rechnung für Ihren Aufenthalt bei uns. Tja, was sagt man dazu? Und ich wollte Ihnen gerade die Rechnung für unsere Dienste geben. Was? Aber ich... Guck mal, Peter, die beiden Summen sind ja gleich. Ein wirklich faszinierender Zufall. Ich glaube, das bedeutet, dass wir quitt sind, Doktor. Also bis bald. Aber ich, die Ärztekammer, was soll ich denn jetzt, das Krankenhaus? Das hast du wirklich gut gemacht, Peter. Ja, die Sache mit dem Rechnungsvergleich fand ich besonders gut. Darf ich das beim nächsten Mal auch machen? Keine Angst, Jungs. Ihr kommt auch alle mal dran. Das nächste Mal vielleicht. Vielen Dank für den Besuch auf Hörspiele Deutschland. Über ein Abo würden wir uns freuen. Diesmal haben die Geisterjäger ein völlig neues Problem. Es gibt einfach nichts zu tun. Ah, schön, dass wir endlich mal wieder etwas Ruhe haben. Ja, allerdings. Ich meine, wir haben uns doch diese Pause verdient. Absolut. Sicher doch. Geisterjäger? Ist ein Geist in Ihrem Haus, jagen wir ihn raus. Was? Nein, danke. Was? Was war's denn? Jemand wollte versuchen, uns was zu verkaufen. Sumpfland in Florida. Wahrscheinlich war das mein Vater. Was sollen wir bloß tun? Wir hatten seit Wochen keinen Auftrag. Vielleicht sind einfach keine Geister mehr übrig. Das wäre ja ein schrecklicher Gedanke. Diese Geisterdürre hat uns ganz schön in die roten Zahlen gebracht. Wenn wir nicht bald einen Auftrag bekommen, machen wir pleite. Wie viel Zeit bleibt uns noch übrig, Egan? Ich würde sagen, noch ungefähr 15 Minuten. Unsere Elektrizitätsabrechnung ist auch überfällig seit heute. Oh, die werden uns doch wohl nicht wieder den Strom abstellen. Hast du eine Ahnung? Also, was wollen wir tun? Uns bleibt keine andere Wahl, Jungs. Wir gehen los und besorgen uns jeder ein... Das darfst du nicht sagen, Egan. Bitte. Jobs, Peter. Wir alle besorgen uns jetzt Jobs. Oh, nein, alles andere, nur nicht das. Egan und Winston haben recht. Wir müssen schnell irgendwo Geld herkriegen. Aber wie? Stellen anzeigen. Und unsere Freunde versuchen sich in allen möglichen Jobs. Winston verdingt sich als Taxifahrer, Ray füttert die Raubtiere im Zoo, Peter arbeitet in einem Chemielabor und Egan probiert es als Autoverkäufer. Aber leider sind unsere Geisterjäger für diese Arbeiten überhaupt nicht geeignet. Was sie auch anfassen, es geht furchtbar daneben. Und ehe sie so richtig mit der Arbeit angefangen haben, sind sie auch schon wieder entlassen. Einzig Janine hat Erfolg als Chefsekretärin. Na, was ist, hat außer mir noch jemand einen Job? Negativ. Nichts da. Fehlanzeige. Ist ja auch ausgesprochen schwer. Was sollen wir tun? Im Zweifelsfall bleibt uns noch die nackte Panik. Slimer ist inzwischen in einem Juweliergeschäft gelandet, als plötzlich ein Ganove auftaucht. Hey, du da! Ha! Wer, ich? Ja, du! Wie bist du da reingekommen? Oh,
Na schon. Siehst du? Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber ich könnte dich gebrauchen. Bist du hungrig? Ja. Du hilfst mir und dafür füttere ich dich. Abgemacht? Abgemacht. Das lässt der kleine Slimer sich nicht zweimal sagen. Um an sein Fressen zu kommen, hilft er sogar dem Dieb, die Alarmanlage auszuschalten. Da ist sie ja. Ja. Das hast du gut gemacht, Schleimball. Hier. Wow. Hastig verstaut der Ganove die Juwelen in seinen Taschen, als die Geisterjäger vor dem Geschäft auftauchen. Seht mal, da ist Slimer. Was macht er da drin? Jemand raubt das Juwelengeschäft aus. Den schnappen wir uns. Stehen bleiben! Der entkommt uns! Nicht solange ich die Wasserpistole hier habe. Und mit einem gezielten Schuss holt Peter den Dieb von den Beinen. Oh nein! Gut gemacht, Peter. Ach, jeder andere intelligente Held der Menschheit hätte das auch getan. Unsere Freunde haben den Dieb bei der Polizei abgeliefert und bekommen sogar eine Belohnung. $10.000 Belohnung für die Ergreifung des Diebes. Nicht schlecht, was? Nicht schlecht, aber auch nicht gut. Es bewahrt uns vor dem Bankrott, aber wir brauchen nach wie vor ein geregeltes Einkommen. Gott, das Beste wäre, ihr würdet ab sofort Ganoven statt Geister bekämpfen. Wartet mal, warum denn nicht? Wir alle wissen doch, dass es eins in New York immer geben wird. Das sind Kriminelle. Hey, das ist eine gute Idee. Wir bekämpfen die Gangster. Das ist aufregend. Ja. Ich kann unsere Fallen so umbauen, dass sie Lebewesen einfangen. Die Protonenstrahler stimmen wir ab auf die menschlich-bioelektrische Frequenz. Mein Vater könnte auch noch helfen und meine Mutter kann für uns kochen. Entschuldigung, konnte nicht widerstehen. Und so werden die Geisterjäger zu Ganovenjägern. Ihre erste Bewährungsprobe haben sie bei einem Banküberfall zu bestehen. Wir sind reich, wir haben es endlich geschafft. Ja, und keiner wird uns verfolgen. Da würde ich mir nicht so sicher sein. Sind uns die Bullen auf den Fersen? Nein, ihr werdet es nicht glauben, aber es sind die Geisterjäger. Die umgebauten Strahler und Fallen funktionieren hoffentlich, Ray. Hey, vertrau mir. Hände hoch und stehen bleiben. Das soll doch wohl ein Witz sein. Ja, wir sind keine Geister. Nein, aber das lässt sich arrangieren. Los geht's. Unsere Freunde schießen die umgebauten Strahler ab. Und in Sekundenschnelle sind die Ganoven in der Falle. Hey, was soll denn das sein? Lass das raus, bitte! Saubere Arbeit. Es funktioniert. Ich habe das nie bezweifelt. Wir haben eine neue Aufgabe. Und wie gründlich unsere Freunde eine Aufgabe erledigen, wissen wir ja zu Genüge. In kürzester Zeit räumen sie in der New Yorker Unterwelt so richtig auf. Die Zeitungen überschlagen sich förmlich mit Erfolgsmeldungen und die Belohnungen fließen reichlich. Gute Nachricht. Nicht nur, dass wir schuldenfrei sind, sondern wir haben auch über $30.000 auf der Bank. Gott, ich glaube, Verbrechen zahlt sich doch aus. Für uns jedenfalls. Ist auch besser so, wenn man bedenkt, wie viel Essensleimer in sich reinschaufelt. Mach doch nichts, Peter. Wir haben genug dafür übrig. Das Geisterjagen hat uns nie so viel Geld eingebracht. Ja, trotzdem kann aber immer etwas schiefgehen. Schiefgehen? Was könnte denn schon schiefgehen? Wenn Ray wüsste, dass der Obergangster Ganovenlord bereits finstere Pläne schmiedet, wäre er wohl nicht so selbstsicher. Die Ganovenjäger, die haben ja fast jedes Geschäft ruiniert. Aber das geht zu weit. Es wird Zeit, dass ich dem ein Ende bereite. Ein für allemal. Am nächsten Tag kommen unsere Freunde wieder einmal von einem erfolgreichen Einsatz zurück in die Zentrale. Hallo Janine, wir haben dieses viele Geld, aber wir wissen nicht, was wir damit machen sollen. Hey, immer mit der Ruhe, Slimer, was ist denn passiert? Es war jemand hier? Ja. Wer? Mann! Was hat er mit Janine gemacht? Wie sah der Mann aus, der hier war? Hört euch das an. Wenn Sie Wert darauf legen, Ihre Sekretärin wiederzusehen, dann hören Sie endlich damit auf, Verbrechen zu bekämpfen und Gangster zu jagen. Unterzeichnet Ganovenlord. Ganovenlord? Der Name sagt mir was. Er ist der oberste Gangsterboss in New York. Da ist er aber an die völlig falsche Adresse geraten.
Nein, warte, Peter. Wir dürfen nichts Unüberlegtes tun. Ja, Janines Schicksal hängt von uns ab. Wartet einen Moment. Ich habe einen Plan. Hört zu. Ich weiß, wir können... Bist du sicher, dass das klappt? Das sollte es. Ich habe das Gerät so eingestellt, dass es Janines Biorhythmus empfängt. Du musst hier nach links. Und mit Hilfe des PKE-Geräts kommen die Geisterjäger an einem großen, vornehmen Hotel an. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir für diesen Laden nicht richtig angezogen sind. Hier ist es. Hier ist was? Hier befindet sich Janine. Zugeschlossen. Offen. Die Geisterjäger treten durch die Tür und finden sich auf einmal in einem U-Bahn-Labyrinth wieder. Jetzt verstehe ich, warum man sagt, Verbrecher leben in der Unterwelt. Egen, bist du sicher, dass Janine hier unten ist? Die PKE-Signale werden stärker. Das scheint hier wohl der U-Bahn-Friedhof zu sein. Ja! Vielleicht ist das so eine Art Abstellgleis für die kaputten Züge. Wir kommen immer näher. Da entdeckt Egan einen alten U-Bahn-Waggon. Da hinten. Also, wir müssen uns alle ruhig verhalten. Oh. Immer näher schleichen sich die vier heran. Aber da werden sie von den Gangstern entdeckt. Oh. In Deckung! Die schießen ja auf uns. Hast du das auch schon mitgekriegt? Für die Fallen sind sie zu weit entfernt. Es gibt eine Chance. Das wäre die Magnetisierung einer U-Bahn-Schiene. Gib mir Deckung. Geschafft. Sie ist magnetisiert. Und über die magnetisierte Schiene wird der ganze Waggon magnetisch. In Panik fliehen die Ganoven, aber den Geisterjägern können sie nicht entkommen. Los, die schnappen wir uns. Mit voller Kraft voraus. Los geht's. Hallo, Janine. Ihr habt ja lange auf euch warten lassen. Wir freuen uns auch, dich zu sehen, Janine. Jetzt wollen sich unsere Freunde den Ganovenlord vorknöpfen. Mit ihrem Hubschrauber fliegen sie zum Dach des Wolkenkratzers, wo der Obergangster zu Hause ist. Wie hast du die Ganoven dazu gebracht, dir zu sagen, wo das Hauptquartier des Ganovenlords ist? Ganz einfach. Slimer hat ein paar eklige Grimassen geschnitten und schon haben sie geplaudert. Aber nicht so viel. Die Wachen auf dem Dach werden mühelos erledigt. Da hätten wir schon mal die kleinen Fische. Und schon sind unsere Freunde im Büro des Ganovenlords. Die Ganovenjäger! Richtig geraten, Ganovenlord. Los, gehen wir. Mit ihren üblen Geschäften ist jetzt Schluss. Oh, mir könnt ihr nichts nachweisen. Ach nein? Wie wär's mit unterschriebenen Geständnissen, dass sie unsere Sekretärin gekidnappt haben? Da drückt der Ganovenlord auf einen Knopf und eine durchsichtige Wand schiebt sich zwischen ihn und die Geisterjäger. Schießt los! Er will übers Dach flüchten, ihm nach! Der Obergangster hat es geschafft, in seinen Hubschrauber zu kommen. Sofort nehmen die Geisterjäger die Verfolgung auf. Eine wilde Jagd beginnt. Er darf uns nicht entkommen. Er benutzt unsere Kanone. Das ist unverschämt. Du musst dich da rankommen, Egan. Noch etwas mehr. Genug. Getroffen. Gratulieren. Winston hat den Hubschrauber am Heck erwischt. Die Maschine kommt ins Trudeln und stürzt ab. Der Ganovenlord hat dabei noch unwahrscheinliches Glück. Der Hubschrauber kracht direkt auf die Spitze eines Fernsehturms. So kommt der Gangster noch einmal mit dem Leben davon. Mit seinen üblen Geschäften ist es jedoch endgültig vorbei. Er wandert erstmal für etliche Jahre hinter Gitter. Habt ihr die Schlagzeilen gesehen? Ganovenjäger bringen Ganovenlord zur Strecke. New Yorks Straßen sind wieder sicher. Ja, zweifelsohne. Wir leisten gute Arbeit. Zu gute, würde ich sagen. Wir haben die Verbrecher in New York ausgerottet. Jetzt müssen wir auf andere Weise zu Geld kommen. Okay.
Also, wir könnten... Da ist ja immer noch... Meiner Meinung nach sollten wir... Lass mich ran! Lass mich ran! Ganovenjäger? Aha. Ich hab die Adresse. Ein was? Was ist das, ein Raubüberfall? Kidnapping? Nein, es ist ein Geist. Ein Geist? Ihr sollt ihn einfangen. Hier ist die Adresse. Ganovenjäger? Es ist noch ein Geist. Ein ganz klassisches Phantom. Genauso wie in alten Zeiten. Tja, unsere Freunde stehen zwar überall ihren Mann, aber als Geisterjäger fühlen sie sich immer noch am wohlsten. Denn in dem Job sind sie nun mal einsame Spitze.